Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der Innenminister Karl Nehammer. Der ist uns aus dem Innenministerium zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Minister. Guten Abend. Herr Minister, Sie haben eine große BVT-Reform präsentiert mit sehr vielen Punkten. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte dieser Reform des Verfassungsschutzes? Ja, der Verfassungsschutz alt ist jetzt tatsächlich alt. Er ist über 20 Jahre und hat Risse bekommen. Ich sage immer, es ist die Schutzmauer der Republik und unser Ziel war es, die spröden, brüchigen Steine zu entfernen und tatsächlich eine neue Schutzmauer auch aufzubauen, wo wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und auch auf die Zukunft ausgerichtet sind, was heute notwendig ist, damit ein erfolgreicher Nachrichtendienst und auch die Staatspolizei wesentlich zur Sicherheit in unserer Republik beitragen können. Und wesentlich zum einen war, dass wir gesagt haben, die gesamte Personalauswahl muss verändert werden. Das heißt, es gibt eine strengere Auswahl, es gibt ein anonymisiertes Aufnahmeverfahren und darüber hinaus eine große Sicherheitsüberprüfung, die gerade auch bei internationalen Geheimdiensten Standard ist, bei unseren Partnerdiensten. Und daher war dieser Reformschritt mal jetzt einer der wesentlichsten. Und darüber hinaus, der heute noch dazu präsentiert worden ist, dass wir in der gesamten Frage Kontrolle des Verfassungsschutzes neu, auch Rechtsschutz stärken. Das heißt also, wenn es um die Frage geht von Grund- und Freiheitsrechten, dass diese Elemente jetzt eben auch heute vorgestellt worden sind, der Gesetzesweg zumindest jetzt einmal für die Begutachtungsphase abgeschlossen ist und wir tatsächlich jetzt rasch dann in die Umsetzung kommen können, um den Staatsschutz nach modernen und wichtigen Kriterien aufbauen zu können. Jetzt ist eine Änderung, die sehr augenscheinlich ist, nach außen zumindest auch die Umbenennung. Bisher hieß der Verfassungsschutz ja BVT. Künftig wird es die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst sein, kurz DSN. Warum diese Namensänderung? Ist Ihrer Meinung nach das Image des BVT dermaßen ramponiert? Naja, das Besondere wird sein, dass die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst tatsächlich völlig neu ist und mit dem alten BVD nichts mehr gemein haben wird. Von der Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnend bis zum Rechtsschutzbeauftragten, der gestärkt wird, um auch den Verfassungsschutz mehr kontrollieren zu können, auch um ein unabhängiges Kontrollgremium, das zusätzlich jetzt eingerichtet worden ist, eine ständig tagende Untersuchungskommission, wenn Sie so wollen, die den Verfassungsschutz immer wieder kontrolliert. Und gleichzeitig aber, das ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter operativ ganz wichtig, die Trennung vom nachrichtendienstlichen Teil, vom staatspolizeilichen. Damit kann man sich auf die jeweiligen Kerngebiete als Mitarbeiter, Mitarbeiterin konzentrieren. Das heißt, für die Gefahrenaufklärung, das ist der gesamte Nachrichtendienstbereich, gibt es eine völlig neue Ausgangssituation. Dort sind keine klassischen Polizisten mehr eingesetzt. Die können wirklich all das tun, was notwendig ist, um Informationen zu sammeln. Und auf der anderen Seite eben die staatspolizeiliche Komponente, die dann das Einschreiten mit sich bringt. Das heißt also dann auch, wenn die Strafprozessordnung, die Gerichte und die Staatsanwaltschaften dann mit im Spiel sind. Sie haben gerade angesprochen, diese Teilung in Staatsschutz und Nachrichtendienst. Warum ist das Ihrer Meinung nach notwendig gewesen? Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Naja, das Problem im alten Verfassungsschutz, also im BVD, war es bisher jetzt so, dass ein Beamter beide Rollen einnehmen musste, also sowohl den nachrichtendienstlichen Teil, auch den staatspolizeilichen. Und da kommt eines von beiden immer zu kurz. Und wir haben internationale Erfahrungen uns angeschaut, haben uns mit Partnerdiensten abgesprochen und über deren Erfahrungen. Und da hat sich herauskristallisiert, dass es gut ist, diese beiden Bereiche voneinander zu trennen. Aber wir haben auch gelernt von den Erfahrungen der anderen, sie nicht nebeneinander in völlig getrennten Organisationen nebeneinander herlaufen zu lassen, sondern einen Organisationsverband zu schaffen, nämlich die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, in der dann die Informationen gesammelt werden in einem Lagezentrum und von dort aus entschieden wird, wie dann weiter zum Beispiel nach nachrichtendienstlichen Erkenntnissen staatspolizeilich vorgegangen werden kann. Sie haben die Kontrollmechanismen schon angesprochen, die Opposition kritisiert, die sagt, die Kontrolle ist erst recht im Innenministerium angesiedelt und deswegen nicht unabhängig und es gäbe keine parlamentarische Kontrolle. Das ist ich verstehe die Opposition, dass sie immer versucht, natürlich das, was von der Regierung vorgeschlagen wird, zu kritisieren.
In dem Fall geht aber Ihre Kritik ins Leere. Warum? Weil die Kontrollkommission im Hauptausschuss des Parlaments mit 2/3 Mehrheit zusammengesetzt wird. Das heißt, die Expertinnen und Experten, die in der Kontrollkommission ihre Arbeit aufnehmen werden, sind, wenn die Opposition dem Gesetzesvorhaben zustimmt und sie sich beteiligen möchte an der Kontrolle des Verfassungsschutzes, dann mit 2/3 Mehrheit zu nominieren. Das heißt also, es gibt eine unmittelbare Einbindung des Parlaments und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit von Berichten. Es gibt die Möglichkeit, dass Prüfungen angeregt werden. Die Kommission wird unabhängig und weisungsfrei sein und daher effizient auch Nachschau halten können, wenn es eben Bürgersorgen gibt, wenn es Sorgen gibt von den parlamentarischen Parteien. Und damit ist die parlamentarische Kontrolle so stark wie noch nie in der Zweiten Republik. Ein zweiter Kritikpunkt, der jetzt von Seiten der Opposition kam, ist, dass der Gesetzesvorschlag erst kurz vor der Pressekonferenz angeblich übermittelt wurde und es überhaupt keine Einbindung gab in diesen Prozess. Stimmt das? Wenn Sie sich erinnern können, ich darf ja schon öfter jetzt zu Ihnen in die Sendung kommen, war es vor knapp einem Jahr, als wir den Prozess gestartet haben, den neuen Verfassungsschutz aufzubauen und zu konzipieren. Und von Beginn weg war es so, dass wir gesagt haben, es muss ein transparenter Prozess sein, er braucht auch die Einbeziehung der Opposition. Wir haben von Beginn weg des Projekts gesagt, dass die Parlamentsparteien Expertinnen und Experten entsenden können in das Projektteam, um eben da auch mit ihrer Expertise Einfluss zu nehmen auf den neuen Verfassungsschutz. Es gab regelmäßig Sitzungen mit den Sicherheitssprechern, immer auch mit dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Dr. Franz Ruf, der ja der Projektleiter war. Und hier wurde intensiv über das Thema Verfassungsschutz neu beraten. Opposition hat auch das jetzt unlängst gelobt vor mir, dass der Generaldirektor sich hier sehr intensiv Zeit genommen hat. Und wir haben den ständigen Ausschuss, den Unterausschuss im Parlament dafür benutzt, den sogenannten Stapo-Ausschuss, dass hier, weil der ja der Geheimhaltung unterliegt, alle Informationen, die zur Verfügung stehen, transparent gemacht werden. Es hat es noch nie gegeben in der Zweiten Republik, dass wir dort sehr stark auch über die Struktur des alten BVDs informiert haben. Wir haben über Budgetfragen gesprochen, über Personalpläne etc. Diese Form der Transparenz hat es noch gar nie gegeben. Und diesen Weg möchte ich auch fortsetzen. Und es ist notwendig, hier, um Vertrauen in den neuen Verfassungsschutz auch weiterhin entwickeln zu können, genau diesen Weg auch im konstruktiven Gespräch mit der Opposition fortzusetzen. Ab wann soll denn dieser neue Geheimdienst jetzt dann seine Arbeit aufnehmen, beziehungsweise wann soll der starten? Naja, jetzt beginnt der parlamentarische Prozess, der ist immer sehr aufwendig. Wir haben jetzt der Opposition die Gesetzesvorlagen in die Hände gegeben, bevor sie in den Ministerrat kommen, damit sie auch schon vor dem Ministerrat auch da Einschau halten können. Nach dem Ministerrat beginnt dann eine einmonatige Begutachtungsphase. Auch da kann man noch weiter das Gesetz verfeinern und dann kommt es hoffentlich zum Gesetzeswerdungsprozess und sind wir hoffentlich im Sommer so weit, dass wir das Gesetz haben, um den neuen Verfassungsschutz, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst auch tatsächlich einrichten zu können. Aber das heißt, im Sommer soll der DSN dann auch starten? Ja. Okay. Ich würde gerne noch zu einem zweiten Thema kommen, und zwar zu den aktuellen Corona-Regeln. Wenn man am Wochenende ein bisschen in den Innenstädten unterwegs war, sieht man, dass sich sehr wenige Menschen aktuell an die Regeln oder an den Lockdown halten. Da ist viel Gedränge, große Menschenansammlungen. Macht der Lockdown so überhaupt noch Sinn? Es ist ein permanentes Spannungsfeld. Die Menschen sind jetzt schon sehr belastet. Seit über einem Jahr quält uns das Coronavirus. Von Seiten der Politik werden dann wiederum Maßnahmen erlassen, da vor allem vom Gesundheitsministerium, damit eben die Infektionsketten sich nicht weiter ausbreiten können. Die Polizei unterstützt das Gesundheitsministerium dabei. Aber es ist natürlich eine angespannte Situation, deswegen braucht es ja das intensive Testen und das Impfen, sofern Impfstoff zur Verfügung steht, damit es hier zu einer Situation kommt, die auch dann sich wieder mal entspannen kann. Das ist jetzt nach wie vor eine schwierige Zeit, ich weiß das. Ich glaube, es geht uns allen gleich. Wir sehnen uns schon sehr zurück nach der Normalität, die wir jetzt schon so sehr vermissen. Aber das Virus ist leider noch immer sehr präsent. Wir sehen es an den Infektionszahlen, wir sehen es an den Mutationen. Und dort, wo weniger Infektionsgeschehen ist, versuchen wir ja auch weiter ein Stück weit mit den Öffnungen voranzuschreiten. Das ist jetzt alles ein sehr sensibler Prozess. Wir sind da auch in einer sensiblen Phase. Aber es braucht eben das intensive Testen. Mein Appell auch weiterhin an alle, sich so gut als möglich an die Regeln zu halten, Handhygiene, die FFP2-Maske tragen, das Abstand halten, all das hat noch immer Bedeutung, damit wir gemeinsam auch wirklich wieder die Normalität erreichen.
Aber rechnen Sie damit, dass es Ende März diese ursprünglich angekündigten Öffnungsschritte geben kann für Schanigärten beispielsweise? Ich bin vorsichtig mit Prognosen. Sie kennen jetzt das Infektionsgeschehen, wie es sich derzeit darstellt. Die Gesundheitsbehörden evaluieren. Es gibt hier ein Gremium von Expertinnen und Experten. Das gilt es jetzt abzuwarten, wie Sie die weitere Lage und die Entwicklung einschätzen. Ein großes Thema waren zuletzt natürlich auch die Demonstrationen. Da gab es viel Aufregung um ein Video eines dieser Demo-Veranstalter, der da sogar zu Hausbesuchen bei Politikern aufgerufen hat. Wie geht denn die Polizei bzw. die Sicherheitsbehörden mit solchen Aufrufen, er selber sagt, es ist nicht als Drohung zu verstehen, aber mit solchen Aufrufen um? Also zum einen möchte ich festhalten, das Grund- und Freiheitsrecht der Versammlungsfreiheit ist ein sehr wesentliches. Wir nehmen es auch als Polizei und das Innenministerium sehr, sehr ernst. Und auf der anderen Seite ist auch eines klar, es darf von Versammlungen oder von Versammlungsorganisatoren keine Gefahr ausgehen. Zu dem Angesprochenen, der Verfassungsschutz ist informiert, ermittelt auch in dieser Frage. Ich ersuche und appelliere an alle, die auch bereit sind, an einer Versammlung, auch wenn sie untersagt ist, trotzdem teilzunehmen, sich an die Sicherheitsmaßnahmen zu halten, die FFP2-Maske zu tragen und auch zu wissen, dass eine Versammlung, die untersagt ist, auch dann aufgelöst wird. Und da ist es wichtig, mit der Polizei zu kooperieren. Das ist weiterhin noch ein schwieriger Weg. Ich weiß das, weil es sind viele Bürgerinnen und Bürger, die unzufrieden sind, auch dabei bei diesen Demonstrationen. Aber auch da meine Warnung, diese Demonstrationen und Versammlungen werden immer mehr auch missbraucht von Rechtsextremen, die versuchen, sich eine neue Plattform zu geben. Es gibt Alt-Neonazis, die gesehen werden. Es gibt die neuen Nazis, es gibt neue Neonazis, die dann dort vor Ort präsent sind. Die Identitären sind dort. Es gibt Kontakte zur AfD, die vom Verfassungsschutz in der Bundesrepublik Deutschland beobachtet wird, wo sogar AfDler versuchen, nach Österreich zu kommen, um hier mitzudemonstrieren. Meine große Bitte ist, wenn es auch immer geht, Versammlungen zu meiden, damit man sich nicht ansteckt, nicht infiziert. Wenn man den Protest auf die Straße tragen möchte, dann mit der notwendigen Sicherheit einerseits für sich selbst, aber eben auch für den anderen, damit man ihn nicht infiziert, sollte man selbst infiziert sein. Das heißt, die FFP2-Maske tragen und Abstand halten und mit der Polizei kooperieren. Sehen Sie da derzeit ein erhöhtes Bedrohungspotenzial, das eben von diesen Demonstrationen bzw. diesem Dunstkreis rund um die Veranstalter ausgeht? Wir haben es gesehen, bei der letzten großen Demonstration ist es ja leider zu den Gewaltaktionen gekommen. Erinnern Sie sich, 4 verletzte Polizisten, 1 verletzter Sicherheitsfirmenmitarbeiter, 42 Festnahmen. Das heißt, es schaut danach aus, dass das Gewaltpotenzial gerade von diesen Gruppen, die sich dann unter die normal demonstrierenden Bürgerinnen und Bürger mischen, ausgenutzt wird und auch hier für Unsicherheit dann gesorgt wird. Eines ist auch klar, für die Polizei gibt es da kein Wegschauen. Wenn jemand mit Gewalt auffällt, dann muss er dementsprechend rechnen mit den Konsequenzen. Und zum Schluss noch, es sind ja für dieses Wochenende wieder weitere Demonstrationen angekündigt. Am vergangenen Wochenende, muss man sagen, hat sich sehr etwas ruhiger verhalten. Befürchten Sie, dass es diese Woche wieder zu solchen Ausschreitungen und Krawallen kommen könnte, wie wir sie vor 14 Tagen erlebt haben? Wir sehen, dass die Situation weiter angespannt ist. Wir sehen, dass sich gewaltbereite Gruppen unter Demonstrationen gerne drunter schmuggeln. Wir beurteilen und auch der Verfassungsschutz hier beurteilt laufend die Lage und die Lageentwicklung. Die Sicherheitsbehörden gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden werden entsprechend auch ihre Beurteilungen dazu vornehmen. Mein Appell ist, Versammlungen sind ein Grundrecht in der Demokratie, aber genauso auch die körperliche Unversehrtheit. Es gibt kein Wegschauen der Polizei, sollte von einer Versammlung aus Gewalt ausgehen. Die Polizei steht für die Grund- und Freiheitsrechte, aber sie schreitet auch dann ein, wenn sie verletzt werden. Aber das heißt, wenn es sozusagen hier wieder den Anschein gibt, dass es bei diesen Demonstrationen am Wochenende zu Ausschreitungen gibt, dann werden die auch wieder untersagt werden. Das ist keine politische Entscheidung, das ist eine Einzelfallentscheidung, wird von den Sicherheitsbehörden gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden bei jeder Anmeldung wieder neu und individuell geprüft. Und ganz zum Schluss noch, es gibt Virologen, die sagen, Ostern wird vom Infektionsgeschehen schlimmer als Weihnachten werden. Wir werden eine höhere Inzidenz haben wahrscheinlich zu Ostern. Jetzt hatten wir zu Weihnachten relativ strenge Regeln, Kontaktbeschränkungen. Gehen Sie davon aus, dass es ähnliche Regelungen jetzt auch wieder zu Ostern geben wird? So wie gesagt, da bitte ich noch um etwas Geduld. Die Expertinnen und Experten der Gesundheitsbehörden, des Gesundheitsministeriums beurteilen die Lage und werden dann dementsprechend ihre Empfehlungen bzw. auch Erlässe oder Verordnungen bekannt geben. Und wann rechnen Sie eigentlich wieder damit, dass wir zu einem normalen Leben zurückkommen können?
Wenn wir eine hohe Durchimpfungsrate haben, wenn wir intensiv auch weiterhin das Testen betreiben, dann werden wir uns ein Stück weit immer mehr der Realität und der Normalität, die wir so sehr vermissen von vor einem Jahr, wieder auch sicher sein können, dass sie eintreten wird. Wann das ist, ist schwer vorherzusagen. Gleichzeitig braucht es eben das Aufeinander aufpassen, das Impfen gehen, wenn die Möglichkeit dazu besteht, und jetzt vor allem auch noch das FFP2-Masken tragen, damit man sich gegenseitig nicht anstecken kann. Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier bei Fellner Live.